Hallihallo meine lieben Ritter und herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Colossus. Ja, jetzt geht's los. Die Kolosse werden schwieriger und länger. Und wir begeben uns sogleich zu Koloss 14. Der lauert da hinten. Und Koloss 14 ist mein absoluter Liebling. Ich wurde schon mal gefragt, welcher denn mein Lieblingskoloss sei. Und der jetzt kommt, ist mein absoluter Lieblingskoloss. Denn seine Strategie, ihn zu besiegen, ist einfach nur cool. Da muss man erstmal drauf kommen. Vielleicht würde ich heute eher drauf kommen, aber... Damals war man ja noch nicht so reif im Kopf, ne? Da hat man gedacht, oh mein Gott. So. Wir müssen aber hier irgendwo an der Seite rein. Und, oh mein Gott, Premiere. Ich guck mal auf die Karte. Ja, okay, alles klar. So, hier sind wir schon mal reingeritten. Zu Nummer 3. Ah, aber das ist ja schon lange, lange her. Diesmal wird der Weg ein wenig länger. Nee, hier sind wir noch gar nicht lang geritten, merke ich gerade. Der Weg zu Nummer 3 ist ein anderer. Jedenfalls ist das hier jetzt der richtige Weg. Da bin ich mir ganz sicher. So, und jetzt den Pfad der Säulen entlang. Ach, ich freue mich schon drauf. Und wieder mal eine Höhle. So, hier ist Schluss für Agro. Da müssen wir jetzt ohne ihn weiter. Das wäre es noch, wenn der schwimmen könnte. Das wäre cool. Wir befinden uns jetzt übrigens hier oben, also in Quadrat 2. Da, vielleicht könnt ihr das leicht erkennen. Nein, nicht pfeifen. Agro kommt hier nicht hin.
Genau, kurze Einstimmung auf das Gebiet. Wir sind hier in einer, ja, wie nennt man das? Einer ehemaligen Stadt. Also eventuelle Hinweise auf Zivilisation, denn irgendwer muss ja die ganzen Tempel hier mal erbaut haben. Also auf dem Spiel wäre schon so viel noch rauszuholen. Leider kann man sich das alles im Kopf selber zusammenreimen oder was heißt leider. Aber ein bisschen mehr Hintergrundinfos wäre schon manchmal nett. So, jetzt geht's los. So, der kleinste von allen. Gleich mal lieber auf die Säule hier drauf. So, und jetzt müssen wir mit ihm so ein bisschen Katz und Maus spielen. Denn er will an uns ran. Das ist übrigens der Löwe. Sieht so ein bisschen aus wie der Tiger. Und der will uns unbedingt haben. Dazu versucht er halt immer gegen die Säulen zu hauen. Und ich finde die Strategie einfach so geil. Ich mag ihn und von den Bewegungen her. Und er ist einfach so cool. Er ist der coolste von allen. So, jetzt hier hoch. Genau, jetzt hat er einen nach Regen gehauen. Jetzt nochmal hoch. Ein zweites Mal lässt er sich immer bitten. Das macht er jetzt nicht von sich aus, da müssen wir ihn zu zwingen. Na. Komm her. Ah, nicht immer. So, und jetzt hier dranhängen. Denn sonst fallt ihr richtig auf die Schnauze. Genau. So landet ihr nämlich ganz sauber auf dem Balken. Sonst werdet ihr jetzt hier vorgefallen und das ist nicht so schön, denn da kann er euch kriegen. So. Das müssen wir jetzt noch ein paar Mal erledigen. Vorher immer gucken, wo steht die nächste Säule, damit ihr euch nicht an die falsche Seite hängt. So, einmal hochziehen. Wo ist mein Ziel? So, ihn ein bisschen ärgern, dranhängen und abwarten. So. Und sauber gelandet. Ich finde es einfach nur cool, gegen ihn zu kämpfen. Aber euch bleibt da manchmal nicht viel Zeit. Also ihr müsst schon wissen, was er macht. So. Bis hier rüber. Und jetzt erstmal hoch. Komm, wo bist du? Na, ich höre dich doch. Ah. So.
Jetzt nicht wieder an die Seite hängen, sondern an die hier. Wir legen hier sozusagen erstmal die Stadt in Schutt und Asche. So, jetzt hier rüber. Also den großen hier kriegt er nicht kaputt, keine Angst. So. So, erstmal hier hoch. Ja. Oh. So, dann hier rüber. So, wo bist du? So, anschießen und zurück. Wow! Ja, das hat er gleich mitgekriegt. So. Jetzt am besten ihn nochmal hier gegenhauen lassen. Na? Ah, wo ziehst du denn hin? Das war vielleicht keine so gute Idee. Das probieren wir nochmal. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt müsst ihr so schnell wie möglich hier hin. Ah, verdammt! Du kleines. Schön, danke, Kamera. Komm. Oh, gut. Schafft, ja, das ist immer sehr knapp. Vorsicht. Nicht so weit vorlatschen. Ein bisschen hier hinten verstecken. So. So, da verliert er seinen Schutz. Jetzt sieht er ein bisschen ramponiert aus. Und jetzt wieder auf die Säule. Und ihn ruhig angreifen lassen. So, das haut ihn jetzt um. Bewegt sich gar nicht mehr so oft. Oh, jetzt hängt er hier in so einer Schleife. Das ist jetzt natürlich unschön. Ah, geht schon. So, am besten loslassen, wenn er hier raus will. So. Und ihn einfach nochmal betäuben. Denn besonders intelligent ist er jetzt nicht. Hör auf, dich zu schütteln.
Ja. So. Sehr schön. Macht immer wieder Fun, gegen den zu kämpfen. Also ihr seht, damals auch schon mal gut eine Viertelstunde zugebraucht. Für die Golosse am Anfang waren es 5 Minuten. Genau. Aber wer der Speer einer vernichteten Stadt ist, das erfahren wir erst im nächsten Teil von Let's Run Shadow of the Colossus. Bis dann.